Habermann, meine erste Begegnung mit Ihnen war keine persönliche, sondern eine literarische. Und zwar habe ich Ihr Buch Freiheit in Deutschland letztes Jahr mit großer Freude gelesen. Ein Buch, das auch bei den jungen Menschen gut ankommt, wie ich neulich in einem Interview mit einem jungen Libertären der Gruppe Die Marktradikalen erfahren habe. In diesem Interview, das auf unserer Website zu finden ist, wird Ihr Buch ausdrücklich empfohlen für alle jungen Leute, die sich für die Geschichte des Liberalismus in Deutschland interessieren. Professor Dr. Gerd Habermann studierte an mehreren renommierten Universitäten Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, politische Wissenschaft, Philosophie und Volkswirtschaft. Er engagierte sich wirtschaftspolitisch, ist seit 2003 Honorarprofessor an der Universität Potsdam und Initiator und Vorstand der Hayek-Gesellschaft. Er veröffentlichte bereits über 450 Beiträge, neben dem oben genannten Buch auch ein Handlexikon für liberale Streiter mit dem Titel Freiheit oder Knechtschaft. Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, freuen Sie sich zusammen mit mir auf Professor Habermanns Vortrag Freiheitsideale und Freiheitskämpfe in Deutschland, Ermutigendes aus Geschichte und Gegenwart. Lieber Professor Habermann. Herr Polleit, Herr Tietke, meine Damen und Herren. Ich gratuliere zunächst mal, dass Sie 10 Jahre überstanden haben. Es gibt ja auch institutionellen Wettbewerb zwischen Vereinen, zwischen Unternehmen, zwischen Staaten. Und die Lebensdauer in diesem Wettbewerb richtet sich dann nach der Anpassungsfähigkeit, der Vitalität, der Zuversicht der jeweiligen und der guten Organisation der jeweiligen Institution. Ja, 10 Jahre haben Sie überstanden. Wir haben schon über 20, Hayek-Gesellschaft, schon über 20 bestanden unter ständigen Anfechtungen, wie Sie vielleicht so mitbekommen haben. Jahre waren das praktisch ein ständiger Kampf. Wenn Sie noch nicht haben, werden Sie, sobald Sie in die größere Öffentlichkeit kommen, werden Sie merken, dass das doch auch nervenzehrend ist. Wir haben aber jetzt 23 Jahre die Selbstbehauptung erreicht auf dem Markt der Ideen, der Konzepte und Institutionen. Und ich bin auch ganz zuversichtlich für die Zukunft. Viel Freien, viel Ehe heißt es. Aber ein wünschbarer Dauerzustand ist das nicht unbedingt. Ne? Es wäre auch schön, wenn man nicht solche vielen unsinnigen und gehässigen Polemiken um sich hätte. Ja, für Libertäre, um gleich mal zum Thema zu kommen, ist die deutsche Geschichte wirklich eine Fundgrube. Und ich darf so stolz sein, dass ich tatsächlich derjenige bin, der das erstmal so richtig entdeckt hat, dass die deutsche Geschichte, die man bisher eher unter dem Gesichtspunkt der Unerfreulichkeit sieht, oder? Wegen des entsetzlichen Endes und dass die auch eine, ja geradezu eine Offenbarung ist an auch liberal-libertären Schätzen. Ende des 18. Jahrhunderts gab es in Deutschland, also Deutschland in den damaligen Begriffen, etwa 1800 konkurrierende politische Gebilde. Das alleine schon gut, ja? Ich meine, Konkurrenz ist immer gut, weil es Optionen erlaubt. Einem Kleinstaat können Sie leicht entfliehen. Es gab damals Großstaaten, relative Großstaaten wie Preußen, bürokratisch zentralisiert. Es gab damals Mittelstaaten, diverse Kurfürstentümer oder Bayern. Und es gab nicht nur das, es gab dann auch kleine Ritterstaaten, Hunderte. Es gab viele freie Städte. Es gab auch Bauerngenossenschaften. Und es gab sogar Reichsdörfer, die unabhängig waren. Unabhängige Dörfer, unmittelbar zum Kaiser, der ja keinerlei Macht mehr hatte Ende des 18. Jahrhunderts. Ja, nicht nur das. Es gab politisch unabhängige Bauernhöfe. Wie kommt sowas zustande? Ja, dadurch, dass der Kaiser, dem das ursprünglich gehörte, die Macht verloren hatte, sich zurückzog und noch eine nominelle Oberhoheit hat, wurden die versprengten, übers Reich versprengten Güter des Kaisers und Königs, wurden praktisch selbstständig. Sie mieteten sich dann einen Vogt für Rechtsprechung und so weiter und haben tatsächlich in diesem Buch hier, das ich Ihnen wirklich dringend ans Herz lege, die waren dann tatsächlich in der Lage, sich einige Jahrhunderte zu behaupten.
Also Deutschland ist das Land in der Freiheit in vielerlei Gestalten. Deutschland als Geschichte der Freiheit darzustellen, als Land der Freiheit darzustellen, ist sehr unzeitgemäß. Und darum hat es mich auch angelockt, das mal zu tun. Und ich habe erst gedacht, das macht man ein anderer. Irgendwie habe ich Jahre und Jahre lang gewartet, dass irgendein anderer beherzter Historiker aus der Zunft sich dieses Themas mal annimmt. Darüber wurde ich alt und dachte, wenn du das jetzt nicht selber schreibst, dann erscheint das nie. Also habe ich damit viel Elan in den letzten Jahren, viel Freizeit, Urlaub, auch mit ehelichen Kämpfen mir erlaubt, und um dieses Buch zustande zu bringen. Ja, dieses Land ist ja weniger bekannt für Freiheit als vielmehr davon, dass es totalitäre Experimente in jeder Richtung hinter sich hat. DDR, Marxismus ausprobiert, Nationalsozialismus, der Wohlfahrtsstaat tendiert ja auch in diese Richtung, das wurde eben ja schön gezeigt. Und er ist immer noch siegreich, also Wohlfahrtsstaat als universalisierte Staatsförderung bis zum Bürgergeld gegenwärtig, das geht ja auch weiter in diese Richtung, noch nicht bedingungslos, aber fast schon bedingungslos, jeder an den staatlichen Tropf angeschlossen. Die Deutschen sind ja auch die großen Erfinder dieser Bevormundung und dieses Sozialismus, des Konstruktivismus. Also die Namen, Name Hegel kam ja vorhin schon, Marx, Engels natürlich, alles Deutsche. Deutsche Philosophie beherrschte die Welt bis nach China und so weiter. Ja, also unser wichtigster Exportschlager lange Zeit, auf das wir stolz. Und dazu gehört auch Bismarcks Katheder Sozialismus. Darin waren wir enorm erfolgreich, Schmoller. Und dann als letzter großer Exporterfolg die Ideen der Frankfurter Schule, nicht nur Heidegger, auch die Ideen der Frankfurter Schule, also bis hin zu Habermas und so weiter. Alles Meister aus Deutschland. Aber es gibt eben auch andere Meister aus Deutschland. Und die sind zwar auch zum Teil bekannt, die Namen kennen Sie alle, aber sie stehen doch nicht im Mittelpunkt der Diskussion. In Wirklichkeit ist es im Moment leider so, dass die in diesen letzten Ausprägungen der Interventionismus, der Sozialismus, der Konstruktivismus uns geradezu tyrannisiert. Cancel Culture, diese kulturnihilistische Bewegungen der Dekonstruktion, der Radikal-Egalitarismus, inklusive freier Wahl des Geschlechtes, die neueste Errungenschaft. Ich finde das wunderbar. Ich meine, darauf sind die Klassisch-Liberalen überhaupt nicht gekommen, dass es auch hier eine Freiheit geben muss, ja. Aber es gibt einen liberalen Minister, der das für uns nun ermöglicht, und zwar jedes Jahr neu. Man kann sich wirklich freuen darüber, nicht? Also von wegen, dass Freiheit auf dem Rückzug ist, ganz im Gegenteil. Freiheit rückt jetzt in die Elementarzonen des Lebens vor. Nun jedenfalls scheint die Freiheit keine Tochter aus Deutschland zu sein. Die Freiheit ist vielleicht eine Tochter aus der Schweiz, aus Amerika, USA, England vor allen Dingen, die sogenannten altfreien Länder, die aber leider auch von diesem deutschen Bacillus mehr oder weniger erreicht worden sind. Amerika sogar seit Roosevelt, die Schweiz macht mit 20 Jahren Abstand dieselben Fehler wie die Deutschen, auch auf dem Weg dorthin, aber eben noch nicht so schlimm, darum wandern viele dorthin noch aus, als Land der Hoffnung. Und England selber ist natürlich auch inzwischen nach dem Zweiten Weltkrieg, ist mehr oder weniger domestiziert für andere Ideale als die der Freiheit. Ja, ich darf auch noch erwähnen, dass das staatliche Geldmonopol ja auch von einem Deutschen sehr schön begründet ist, staatliche Theorie des Geldes von Knapp, ja, sehr einflussreich. Wenn man durch Mises oder Hayek gegangen ist, dann fragt man sich, wie sowas überhaupt behauptet werden kann. Aber tatsächlich genoss er ja, wie auch die gesamte historische Schule, größtes Ansehen in Deutschland. Also wenn Sie nur mit wohlwollender Neugier, wie ich, die Geschichte des deutschen Kulturraums seit germanischer Zeit, als guter Deutscher beginne ich immer mit dem Anfang. Also ich gehe allerdings nicht bis zum Urknall zurück. Aus Zeitmangel habe ich darauf nicht weiter Bezug genommen, sondern ich beginne dann gleich mit den germanischen Zeiten. Die germanischen Zeiten hatten bei uns ja auch mal Hochkultur. Und hier insbesondere mit einem Freiheitshelden, der in den letzten Jahren, Jahrzehnten auch ganz
verschüttet ist in überlagernder, ungünstiger Erinnerung, nämlich eben mit einem römischen Bürger mit dem Namen Gaius Iulius Arminius. Nämlich ist es ein Römer gewesen, allerdings ein Biogermane, aber doch ein kultivierter Römer, der den Kampf gegen die römische Steuerbürokratie aufgenommen hat, in unglaublich listiger, verschlagener und moralisch ja eher bedenklicher Art, sich eingeschmeichelt bei einem römischen Feldherrn, Varus mit Namen, und dann diese entscheidenden Schläge gegen die römische Supermacht geführt hat, mit zum Teil römischer Strategie und Taktik, die er ja kannte als römischer Bürger, sprach ja auch Latein, wie auch sein Bruder. Also das war schon ein Wunder, und der erste Charismatiker, sind ja nicht immer gut die charismatischen Politiker, der erste Charismatiker der deutschen Geschichte in diesem allerweitesten Sinn. Und vor einigen Jahren feiern in Anführungszeichen das 2000-jährige Jubiläum der Schlacht im Teutoburger Wald, Karl Grise. Das war eher sehr kleinlaut, also es war jedenfalls keine Festumzüge mehr, nichts. Daran sehen Sie, dass wir Deutschen seit der Katastrophe von 1945 von unseren historischen Wurzeln abgeschnitten sind. Und das tut uns nicht gut. Ja, auch schon die Germanen, die übrigens sehr klare Eigentums- und Freiheitsbegriffe hatten, die keine Bürokratie hatten und die darum zum die Besteuerung als Beleidigung empfanden. Ja, besteuert wird nur der Sklave, der unfreie Mensch. Und diese römischen Steuereintreiber waren von besonders brutaler Art. Auch das römische Strafrecht mit Auspeitschen für einen freien Menschen, für einen freien Germanen, vollkommen indiskutabel. Die Führer der Germanen waren alle sehr, sehr bedingt Führer. Es hing vollständig von ihrem Erfolg ab, ob sie das auf Dauer waren oder nicht. Also sehr labil, und die germanischen Stämme selber im ständigen Krieg gegeneinander. Also auch das natürlich in gewisser Hinsicht freiheitsfördernd. Man kann natürlich nun sagen, mein Gott, hätte doch Arminius das nicht geschafft, dann wären wir romanisiert worden und wir hätten nicht diese schwierige deutsche Sprache, sondern irgendeinen lateinischen Dialekt heute zu sprechen. Ja? Wie die Franzosen oder die Spanier und so weiter, Portugiesen, alle sprechen als Überrest des Römischen Reiches einen lateinischen Dialekt, und dann gäbe es dann auch vielleicht einen Germano-Latino-Dialekt, dem wir heute folgen würden. So hat sich aber unsere Sprache, unsere sehr schwierige Sprache, bis heute erhalten. Nicht-Zentralisation. Damit begann die deutsche Geschichte, und das dauerte eigentlich im Grunde bis heute. Denn auch heute haben wir ja, was wir so deutschsprachigen Kulturraum nennen, was man als Deutschland in diesem weitesten kulturellen Sinn zusammenfassen kann, mehrere staatliche Gebilde. Wir haben ja nicht das Deutschland, Großdeutschland sozusagen, das Projekt ist ja vollkommen gescheitert, sondern wir haben zum Beispiel Deutschland, Bundesrepublik natürlich, wir haben aber auch die Schweiz, auch eine, würde ich sagen, deutsche Staatsgründung, die einzige erfolgreiche genossenschaftliche, auf genossenschaftlicher Basis, ja, hat es geschafft. Luxemburg natürlich auch, bis 1866, dann Österreich natürlich auch, bis 1866, Liechtenstein sowieso, Großmacht Liechtenstein. Und wenn Sie großzügig sind und darüber hinwegsehen, dass die Niederlande, also Holland, im Unterschied zur Schweiz, Deutsch nicht als Hochsprache hat, sondern ihr altes Niederdeutsch pflegt bis heute, das Gefühl, dass die auch irgendwie dazugehören, hat man dann eben nicht. Ne? Die Niederländer, meine ich. Wenn ich hier von Freiheit spreche, meine ich das in vielerlei Hinsicht. Also die wichtigste für uns alle ist, dass wir unserem Lebensplan, unserem inneren Trieb folgen dürfen. Dass da niemand ist, der uns zum Sklaven seines Willens macht, der uns peitscht und vorwärts treibt, sondern dass wir selbstbewusst unseren Lebensplan entwerfen, unsere Kenntnisse nach unserem Gusto verwerten und auf diese Weise die Selbstentwicklung unserer Persönlichkeit vorantreiben. Die individuelle Freiheit ist natürlich die wichtigste. Aber dann gibt es eben auch die kollektive Freiheit, wie sie heißt, also die Freiheit, dass man das leitende Personal auswählt in Wahlen. Das war bei den Germanen auch schon wichtig. Und oder sogar die Gesetze macht, wie in der Schweiz. Auch sehr schön, haben wir in Deutschland leider nur ganz verkümmert, auf kommunaler Ebene vor allen Dingen. Die völkerrechtliche Freiheit, auch wichtig, dass man nicht von Fremden besetzt wird und beherrscht wird, dass dieser kollektive Körper Selbstbestimmung hat nach völkerrechtlichen und UNO-Bestimmungen. Und dann die Freiheit von Not. Das ist die eigentlich zurzeit fast dominierende. Und diese Freiheit von Not ist natürlich überhaupt keine Freiheit, denn
diese Freiheit von Not soll ja durch den Staat garantiert werden, das heißt Staatsversorgung. Ja? Und der ist im eigentlichen Begriff der Freiheit, wie wir ihn hier alle vertreten, ob Mises, ob Hayek, ob Röpke, egal, überhaupt nicht zu vereinbaren. Nicht? Wenn sie gut gefüttert sind, sind sie damit noch nicht frei, oder? Also, ich bringe immer das vielen von Ihnen, die mich schon mal gehört haben, immer gern gebrauchte Beispiel, Hofhund und Fuchs. Wir würden einen Fuchs freinehmen, weil er täglich um seinen Lebensunterhalt besorgt ist. Er ist nicht immer ganz korrekt in der Art, wie er seine Nahrung besorgt. Fuchs, du hast die Gans gestohlen, kennen Sie ja alle, muss ich verurteilen. Aber wir würden ihn doch frei nennen, ne? Aber eben, er muss für sich sorgen. Der Hofhund ist das andere Beispiel, das ist der sozialistische Freiheitsbegriff. Der hat seine Hütte, der hat seine medizinische, reguläre Versorgung, täglich hat er sein Fressen, aber er muss gehorchen, er ist an der Kette. Er ist versorgt, ein gut gefütterter Sklave ist damit nicht frei. Also frei von Not ist pervers. Das ist, den Ausdruck Freiheit sollte man dafür nicht gebrauchen. Ein Sklave ist eben auch da nicht frei, wenn es ihm gut geht, oder? Sonst könnte ich sagen, jemand, der im Gefängnis sitzt, der hat ja nun wirklich keine Sorgen, oder? Er muss sich jedenfalls um sogar Fernsehprogramme und so weiter keine Sorgen machen, hat er alles. Tägliche Führung, ein bisschen Bewegung, sicherer Schlaf, alles das, gutes Essen, relativ. Aber wir würden doch auch ein Gefängnisinsassen im Allgemeinen nicht frei nennen, aber es ist eben die sozialistische Freiheit, ja? Der gut versorgte Sklave. Ja, die germanisch-deutsche Geschichte, sagte ich, beginnt mit einer Rebellion gegen die Steuerbürokratie und dann kommt eine Epoche, die wir die Feudale nennen und als Liberale natürlich eher etwas skeptisch sehen. Was passierte denn da? Warum? Feudalismus, Lehnswesen, was heißt das überhaupt? Lehnswesen ist die äußerste Form dezentralisierter Herrschaft. Die großen römischen, germanischen Könige und Kaiser, Karl der Große und so weiter, in der Abwehrschlacht gegen die angreifenden Reitervölker wie Araber, Ungarn und so weiter, hatten kein richtiges militärisches, gut aufgestelltes Heer, keine Profis, sondern nur die allgemeine Wehrpflicht damals, die nicht mehr funktionierte. Sie können eben einen Bauern nicht beliebig lange in den Feldzug ziehen. Ja? Und je weiter das weg ist, das war in Rom ja schon der Fall, desto weniger können sie das machen. Also es war eine Not, aus der heraus man dann folgende, übrigens deutsche Erfindung machte. Man schafft eine moderne Profiklasse von Militärs, von Rittern, wie sie hießen, indem man sie abkömmlich macht vom täglichen Erwerb. Man gibt ihnen ein Gut, ein Lehnsgut mit der Verpflichtung, auf dieser Basis sich zu schulen. Er muss ja dann nicht mehr arbeiten, sondern er kann sich wirklich dem Kriegsdienst widmen. Und muss sich auch die Waffen selber besorgen, nicht wie heute, das Heer, sogar in der Schweiz kriegt man seine Waffen aus einem zentralen Depot, man muss das nicht mehr selber beschaffen. Ursprünglich auch da Selbstbeschaffung, also Eigenbesitz der Kriegsbetriebsmittel bei den Leuten, die dort als ritterliche Klasse dann die Profimilitärs stellten und dann auch sehr siegreich waren im Kampf gegen die Angreifer, wie Sie alle kennen, die großen Schlachten von Otto dem Großen, dann auch Karl der Große oder seine. Ja, also die Zentralisierungsversuche der deutschen Könige, mit diesem schwachen Instrument des Lehnswesens, der äußerst dezentralisierten Gewalt, ließe sich natürlich nicht machen. Also die scheiterten, ja, diese Zentralisierungsversuche, ausnahmslos, wenn nicht gleich, also auch Karl der Große, wenn nicht gleich, so doch nach und nach. Und diese Ritter im Besitz der Kriegsbetriebsmittel machten sich mehr selbstständig und daraus kam ein ganzer Kosmos von kleinen, mittleren und großen politischen Körpern, die miteinander im Wettbewerb waren und die in Form des Föderalismus eigentlich bis heute noch maßgebend waren für die politische deutsche Geschichte. Ja, gern feierten die Liberalen des 19. Jahrhunderts die stolzen Eigentumsbauern und auch in gewisser Weise die Epoche des Feudalismus. Aber noch mehr feierten sie auch eine
Errungenschaft der deutschen Geschichte, diese genossenschaftlich aufgestellten Bauernrepubliken überall, und zwar speziell in Küstengebieten und auch in Hochgebirgen wie Schweiz, taten sich die zusammen ohne Bürokratie, wohlgemerkt, ohne das, was wir heute Staat nennen, also eine professionelle Herrschaftsklasse, taten sich zusammen und behaupteten sich lange. Also Dithmarschen ist jemand aus diesem wunderbaren Landstrich hier? Nein. Also Dithmarschen ist ein, nannte man auch die Schweiz des Nordens, ja, und das hätte auch klappen können, ist aber dann unterlegen im Unterschied zur Schweiz. Schweiz hat sich bis heute behauptet als genossenschaftliche Organisation, die einzige deutsche Staatsgründung von unten her. Und darum viel bewundert und auch im Namen, Staatsnamen der Schweiz, Eidgenossenschaft, spiegelt sich dieses Bewusstsein von gleichberechtigten Genossen, die sich eine politische Selbsthilfeorganisation geschafft haben. Immerhin gab es einige Jahrhunderte diese Bauernfreiheit, und wenn jemand darüber beklagt, dass wir in Deutschland zu wenig revolutionär sind, zu harmlos und es nicht schaffen, eine ordentliche Revolution, wo die Köpfe rollen, herbeizuführen, dann sollen die mal auf das Jahr 1525 blicken. Da rollten die Köpfe außerordentlich. Ja? Und die Bauernkriege von 1525 waren ein Versuch, die genossenschaftliche Verfassung einer freien Republik herzustellen. Und es leider, ich bedauere das sehr, es war ein ganz großer Anlauf, natürlich mit vielen Brutalitäten, dass dieser Anlauf zu einer freien deutschen Republik damals zusammen mit den Städten und den Rittern, dass das misslungen ist, ganz schlimm misslungen sogar. Bis ins 19. Jahrhundert hatten die Bauern in Deutschland dann recht wenig zu sagen. Erst mit dem Aufkommen des Deutschen Bauernverbandes jetzt in der Gegenwart haben sie etliche Privilegien wieder errungen. Aber politisch, in Frankfurter Nationalversammlung 1848, da waren zwei, drei Bauern, ja, waren überwiegend Beamte. Ne? Das ist ja bis heute so geblieben in Deutschland. Ja, und natürlich dann mein eigentlicher Stolz, als deutscher Patriot, die Städtekultur, die deutsche. Das ist ja wirklich atemberaubend. Nur in Italien finden Sie Vergleichbares. Aber hier haben es tatsächlich Städte geschafft, in politischer, weitgehender Unabhängigkeit und Souveränität, zum Teil auf schwurgenossenschaftlicher Ebene und auch in Bünden, Städtebünden, sich als eigene Macht über Jahrhunderte zu behaupten. Noch heute zehrt das sehen die Städtebilder häufig von ihren Altstädten. Also wenn ich irgendwo hinfahre, frage ich, wo ist eine Altstadt, und wird das halt, na, wir haben hier nur das lokale Sparkassenzentrum und eine Weiterbildungsorganisation vom Deutschen Roten Kreuz, dann interessiert mich diese Stadt wenig. Als ich in Magdeburg war und fragte, wo ist denn, meine klassische Frage, wo ist hier denn die Altstadt? Ja, wo war die? Großes Staunen. Ja, die war eben weggebombt im letzten Krieg und war vorher auch schon mal im 30-jährigen Krieg auf grausamste Weise zerstört. Aber sonst haben wir immer noch, zum Teil jetzt wiederhergestellt, herrliche Stadtbilder. Also was wir an Domen, an Kathedralen, Bürgerkathedralen, an Marktplätzen, mit ihren Rohlanden, an Speichern und an Bürgerhäusern und so weiter haben, auch an Mauern, das spricht eine deutliche Sprache für das Selbstbewusstsein dieser Bürger in Rostock, in Lübeck, in Nürnberg, besonders in Köln und so weiter, und kann wirklich beglücken. Davon leben wir geistig, seelisch bis heute, wenn wir das sehen. Die Gegenwart hat da wenig hinzugefügt. Ja, und dann muss ich natürlich die Hanse erwähnen, dass hier ohne jede Bürokratie oder mit einem Minimum an Bürokratie, irgendein paar untergeordnete Schreiber wird es wohl auch da gegeben haben, ohne zentrale Hauptstadt, es gab nur eine Vorstadt oder eine Bundesstadt sozusagen wie Bern, also Lübeck, ist es gelungen, hier eine Organisation von Kaufmännern in Krieg und Frieden mehrere hundert Jahre zu durchleben, zu bestehen. Und erst im 17. Jahrhundert löste sich dieses tolle Städtebündnis, das übrigens auch wehrhaft war und gegen Nationalstaaten kämpfte, die damals aufkamen, und auch das Ende der Hanse bedeuteten. Also die haben sich mehrere Jahrhunderte behauptet. Hopsa. Also Freiheit der Städte, ungefähr 3000 Republiken gab es mit städtischer Verfassung in Deutschland. 3000. Ja, da lacht doch das Herz jedes Libertären. Ja, auch Herr Dürr kann hier ein beifälliges Lächeln nicht unterdrücken.
3000, ja, und Herr Hoppe würde auch sagen, das ist es, das wollen wir doch immer. Ja, kleine Kommunen von unten auf, Liechtenstein als Vorbild und eben auch die deutsche Geschichte insoweit. 3000 Städte, Kleinstädte, mittlere, also Polyzentrismus in reiner Kultur. Der große Vorteil dann sind eben, dass solche Bündnisse durch ihre Übersichtlichkeit und Dezentralisation nicht in der Lage sind, große Kriege zu führen. Das betrifft besonders auch die Kleinstaaterei, die man so angreift. Die hatte ja den Riesenvorteil, diese hunderte von deutschen Kleinstaaten, inklusive der Ritterstand, dass man sich auf Kultur und Wirtschaft konzentrieren musste und Kriege nicht führen konnte. Weimarer Klassik. Also überhaupt, diese nationalistische Ablehnung der Kleinstaaterei und des Föderalismus, die Sie bis heute finden, ist verrückt. Unter liberalen Gesichtspunkten ist es ja geradezu das Ideal. Viele konkurrierende Zentren, die sich darum bemühen, das Kapital anzulocken, Wissenschaftler oder Dichter wie Goethe anzuziehen und damit dann in die deutsche Geschichte einzugehen. Hier muss natürlich Weimar einen großen Kapitel haben, auch Goethe selber als Staatsmann. Das ist ja selbstverständlich. Also die große kulturelle Zeit der Deutschen war ja die Weimarer, die Zeit der ja, der Machtlosigkeit der vielen kleinen Staaten. Und das hatte natürlich auch negative Folgen, die schlimme Niederlage gegen die zentralisierten Franzosen. Aber Kleinstaaten können sich dadurch behaupten, dass sie sich eben zusammentun, nicht? Und wie wir die NATO haben, kleine Staaten, viele schließen sich zusammen gegen einen großen. So war das ursprünglich, allerdings auch mit einem ganz großen als Helfer. So ist auch die Idee, dass sich kleine Staaten behaupten können, dadurch zu realisieren, dass sie sich eben einfach zusammentun und dann absprechen. Ja, und diese Kleinstaaterei im 18. Jahrhundert, das ist nun wirklich etwas, was Sie mal studieren müssen, was da alles an Experimenten möglich war, institutionell, kulturell. Also mein Lieblingskleinstaat war der Staat Anhalt-Dessau, ein Gartenstaat. Da wurde ein ganzer kleiner Staat mit Dessau als Kulturhauptstadt Mittelpunkt eines physiokratisch, also in Klammer liberal-wirtschaftlichen und kulturell antiken Experiments. Und wenn Sie heute dahin gehen, sehen Sie auch, dass man versucht hat, es ist ja immer noch Wörlitz da, ja, es ist immer noch Oranienbaum, die ganze Parklandschaft ist ja noch da, eine große Parklandschaft mit kluger Agrarwirtschaft eingestreut und auch Industrie und vorbildliches Bildungswesen, das war, und auch sogar eine großartige Friedhofskultur. Ich darf mal gerade mal eine Empfehlung eines Schwärmers für diesen Gartenstaat lesen, wo man sterben soll, falls Sie das mal irgendwann tun wollen. Also, der Tote auf diesem Friedhof dort geht durch einen Triumphbogen, der schöne Todesengel begleitet ihn. Der Schriftsteller Weckerlin schrieb, wer schön ruhen will, muss zu Dessau sterben. Ja, wenn man von nun an was Gutes wünschen will, jemandem was Gutes wünschen will, dem rufe man zu, stirb zu Dessau. Sterben Sie zu Dessau. Hm? Ich war allerdings jetzt noch nicht auf dem Friedhof, wie der heute aussieht, weiß ich nicht. Aber es war jedenfalls ein wunderbarer kultureller Ort, der auch von Goethe verherrlicht wurde. Weimarer Klassik muss ich weiter nicht erwähnen. Die Experimente dort, die Musterstaaten wie Baden, das großartige Kulturmäzenatentum der Kleinstädte, überhaupt, dass man die Kultur dermaßen verstreut hat in Deutschland. Überall gibt es noch in Deutschland Provinztheater, Schlösser. Man hat überall was Schönes, ja. Und sei es auch nur in so Kleinstaaten, wie es die auch in großem Maße, aber der Fürst eines Kleinstaates hatte doch auch immerhin wenigstens sein Schloss und einen schönen Park. Ja, und nicht nur das. Diese Vielzahl an konkurrierenden Kleinstaaten machte auch aber ein Förderer der Freiheit dadurch, dass man natürlich es nicht weit hatte, um zu emigrieren. Ne? Also eine berühmte Anekdote aus dem Kleinstaat Mecklenburg, Schwerin. Fritz Reuter in seinem Durchleuchtung, in seinem Roman, sagte, also da sei ein Bürger von Mecklenburg vor den Herrscher, vor den Durchleuchtigen, wie er hieß, zitiert worden, und der war ungehorsam gewesen und sollte binnen einer Woche das Land verlassen. Da verbeugt sich
der bedrohte Bürger und sagt, Majestät, hierzu werden mir 2 Stunden genügen. Es waren Kleinstaaten, über die man damals so spottete. Also da hieß es zum Beispiel im Kleinstaat Lippe, da ist eine Kegelbahn, aber die sind immer ein bisschen krumm gehalten, damit sie nicht die Grenzen des Nachbarstaates verletzen. Ja? Die Duodez-Fürsten hatten also auch vieles für sich. Ja, aber wir sind dann noch gar nicht am Ende. Wir haben Frauenstaaten gehabt, ja, wird niemand glauben. Ne? Die einzige Zeit, ja, sogar in der Weltgeschichte möchte ich sagen, wo Frauen das Sagen hatten. Richtig, und zwar ohne Männerhass und ohne Extremfeminismus. Und ohne an ihrem Geschlecht zu zweifeln, muss man jetzt ja hinzufügen, vollkommen ihre selbstsichere Frauenspersonen, nämlich eben die Abteien, die Reichsabteien, reichsunmittelbar unter dem Kaiser stehend, hatten richtige Territorien und die Männer dort nur in dienender Funktion. Die mussten gehorchen und sie führten dann ihr herrscherliches Leben, trugen auch zur Kriegsführung bei, also des Reiches und so weiter. Das hatten wir auch, Frauenstaaten, ja. Und Priesterstaaten, Gottesstaaten sowieso, und zwar die Fülle. Also die Masse der Bischöfe, der Bistümer, der Erzbistümer, der Abteien und so weiter, die ist ja fast unglaublich. Nicht nur Trier und Fulda und so weiter, sondern auch Köln. Und alle hatten auch Territorien und waren Herren in ihrer Zeit. Ja, und dann habe ich noch gar nicht gesprochen, muss mich beeilen, dass auch dieser wichtige Beitrag der Deutschen nicht nur zur institutionellen Geschichte, die zu lohnen sich auf jeden Fall empfiehlt, sondern auch zur Theorie und zur Dichtung und zum Freiheitsdenken, zum Liberalismus und natürlich auch zur freien Religion. Luther sehen Sie mal als Kämpfer, als antimonopolistischer Kämpfer gegen das Monopol der römisch-katholischen Kirche. Ich meine, er wollte nicht das, was er dann erreicht hat. Es gab dann sehr viele kleine Päpste statt eines Papstes. Aber immerhin war die Doktrin des religiösen Monismus war erstmal durchbrochen und er hat tatsächlich für eine Individualisierung und relative Freiheit indirekt, er wollte eigentlich gar nicht Freiheit, sondern stärkere Bindung an die urchristlichen Ideale, hat er jedenfalls indirekt beigetragen, Luther. Insoweit sollte man ihn auch, trotz seines skandalösen Verhaltens im Bauernkrieg und so weiter, sollte man ihn als Freiheitsmenschen, wie das ja in Deutschland auch üblich ist, feiern. Ja, und natürlich dann auch die deutsche Klassik, also Persönlichkeitstheorie. Ja, wir haben in Deutschland so den Begriff der Persönlichkeit, der ist so nicht bekannt in anderen Kulturkreisen oder Nationen. Werde, der du bist. Dass jeder einen individuellen Auftrag hat und dem man nur in Freiheit folgen kann. Das ist die Botschaft von Schiller, von Goethe, besonders von Wilhelm von Humboldt oder Herder. Werde, der du bist. Und das kannst du nur, wenn du das auch sein darfst, der du bist. Wenn du nicht Freiheit von Not hast, sondern wenn du selber den Lebenskampf durchstehen musst. Da finden Sie wirklich wunderbar, Wilhelm von Humboldt, wunderbare Betrachtungen über die Voraussetzungen der Werdung der Persönlichkeit. Das ist nicht, dass man Probleme abnimmt, sondern dass man sie gerade Problemen aussetzt. Dadurch wachsen sie ja. Sie haben doch ihren Kopf, ihre Muskeln dafür, damit sie die betätigen. Wenn man ihnen die Probleme abnimmt, wie gegenwärtig im Wohlfahrtsstaat, dann haben sie die beste Chance, Würstchen zu werden. Ängstliche, von den Apparaten beherrschte, kontrollierte, jederzeit einschüchterbare Würstchen. Und, oder wie mal Kant sagte, ja, wovon sprach er? Nee, er sprach nicht von komfortabler Stallfütterung mit den mentalen Konsequenzen einer komfortablen Stallfütterung, sondern von der Verhausschweinung. Vergleichen Sie mal die Eigenschaften eines Wildebers mit denen eines zur Wurst bestimmten Hausschweins. Wir würden nicht sagen, dass das Hausschwein, das so rein athletisch und so das Ideal ist. Es ist auch vollkommen abhängig von der Fütterung. Wildschwein ist was ganz anderes. Und der Wohlfahrtsstaat ist eben in dem Bemühen, uns die alltäglichsten Probleme unseres Lebens abzunehmen, auf dem Weg, uns in dieses Stadium der Verhausschweinung zu führen. Ja, und wie sieht es denn derzeit mit der Lage der Freiheit aus? Wir haben hier ja schon Andeutungen gehört, schlecht. Also ich kann Herrn Dürrent
Ihnen, Herr Esfeld, nur zustimmen. Es sieht wirklich miserabel aus, ja. Aber es hilft ja nicht, wenn man das immer wieder sagt. Es ist miserabel und wird noch schlimmer und dann kommt noch das, sondern die Frage ist doch, wie ist jetzt nun dein Verhalten dazu? Herr Esfeld hat das Nötige dazu gesagt. Ja, jeder hat an seinem Ort Einflussmöglichkeiten. Ich höre immer wieder, gerade im Kreisen auch der Hayek-Gesellschaft, können wir nichts machen, Resignation, was sollen wir tun? Ja, mein Gott, Sie haben doch nur einen begrenzten Pflichtenkreis. Verlangt niemand von Ihnen, dass Sie morgen Deutschland regieren. Sondern Sie haben alle Freunde, Sie haben Verwandte, Sie haben die richtigen Ideen mit Mises-Handbüchern und mit Hayek und mit Röpke und all den tollen Denkern, die wir haben. Nun gehen Sie hinaus und werben Sie in freudiger Art, ohne Resignation, auch ohne Verbissenheit und Bösartigkeit für diese wunderbaren Ideale, gegen die ja eigentlich auch die Leute, die Sie angreifen, im Grunde nichts haben können. Das sind ja positiv besetzte Begriffe. Ja, gegenwärtig ist die Lage der Freiheit eben nicht so günstig. Wir haben nur noch Reste dieser ursprünglichen deutschen großen dezentralisierten Freiheit. Auch Bismarckreich hatte noch Reste. Also da waren ja eigentlich die Souveränen die Fürsten. Die Fürsten waren die Souveränen. Und Bismarck hatte Pläne, das Reich wieder aufzulösen mit den Fürsten. Es gab einen Dualismus zwischen dem Anspruch der Demokratie, Volkssouveränität und dem Anspruch der Fürsten. Das stand dualistisch nebeneinander bis 1918, wo sich dann die Volkssouveränität der Demokratie durchsetzte. Aber im Gespräch war da und Diskussion war damals nach Hugo Preuß auch das Modell Vereinigte Staaten von Deutschland statt Weimarer Republik. Die Weimarer Republik war nicht das Musterland, das überall bei uns heutzutage verherrlicht wird. Die Weimarer Republik war ein voller Durchbruch des Wohlfahrtsstaates, schon ganz schlimm, Interventionismus noch und noch. Und sie war ein dezentralisierter Einheitsstaat und diese Reste vom Föderalismus waren wirklich kein Gegengewicht gegen die Zentrale. Aber wir haben heute immer noch Reste, den Föderalismus. Wir haben die kommunale Selbstverwaltung, die kann natürlich nicht an die Selbstregierung der Städte des Mittelalters heranreichen. Aber wir können da überall ansetzen zu Reformen. Diese Föderalismusreformen finden ja auch statt, sind aber schwächlich. Die Steuerhoheit müsste runter, vor allen Dingen auch Kommunen müssen Steuerhoheit haben. Alles das haben wir ja nicht. Alle hängen am zentralen Topf, ganz, ganz schlecht. Aber das können Sie alles reaktivieren. Das ist nicht so, dass man sagen muss, wir haben ja keinen Ansatz zu Reformen irgendeiner Art. Abgesehen auch davon, dass das die Bürger sich nicht gefallen lassen werden, dass man so an ihr Eigentum herangeht, wie das jetzt mit der kommenden Inflation geschieht. Ja? Sie werden ja sehen, was hier passiert. Und das kann dann so oder so ausgehen. Man muss nicht immer gleich von Untergang sprechen, wenn es schief läuft, ne, schlecht läuft. Ich höre das auch bei mir viel immer, Untergang, ja, Untergang. Ja, mein Gott, was soll das denn heißen, Untergang? Das ist eine Phrase. In Wirklichkeit werden da viele einzelne Verarmungen vor allen Dingen stattfinden. Die Stimmung wird extrem schlecht. Aber aus diesen Problemen heraus haben wir dann zum Beispiel mit unseren Reformkonzepten die besten Chancen. So wie Kennedy einmal sagte, der im Übrigen nicht unbedingt mein Ideal ist, Klammer Keynes und so, hat man gesagt, hier in Boston haben wir ein Sprichwort. Wenn die Flut steigt, steigende Flut macht die Boote flott. Eben, genau. Also Sie sollten sich nie darüber beklagen, wenn Sie Probleme haben. Das Leben ist Problemlösen, Problembewältigung. Je mehr Probleme Sie haben, desto besser sind Sie eigentlich dran. Ich meine, die einzigen Leute, die keine Probleme haben, liegen auf dem Friedhof. Also freuen Sie sich, wenn Sie die haben, ja? Denn das ist eine Gelegenheit. Sie wollen Ihren Enkeln und Kindern da auch was zu erzählen haben, ne? Als wir den, nach 45 zum Beispiel, meine Elterngeneration, ne, wie die den Kampf geführt hat, mein Vater aus einem gescheiterten Soldaten aufstieg zu einem Unternehmensführer und so weiter. Tolle Erfolgsgeschichten, die waren aber nur möglich vor dem Hintergrund der Katastrophe. Also kein Grund Entmutigung. Und tiefer als 45 können die Deutschland gar nicht mehr sinken. Ich meine, es stand die Existenz in Frage. Wirklich, die rein physische, politische Existenz sowieso. Es gab Deutschland ja gar nicht mehr. Wurde aufgeteilt, war besetzt, das war bisher nie geschehen. Und eine vergleichbare Katastrophe war dann eben der 30-jährige Krieg, der Niedergang der Städte und Kultur und so weiter. Und aus beiden hat sich doch diese Völkerschaften hier in dem deutschen Kulturkreis wunderbar erhoben. Ludwig Erhard ist ja schon erwähnt worden, echter Sozialrevolutionär. Lesen Sie meine Schriften, seine Schriften. Er hat sich in der CDU nie voll durchsetzen können.
Er hat die Gewerbefreiheit mit unglaublichem Risiko und Mut durchgesetzt, aber im Übrigen gegen die Entmündigung durch den Wohlfahrtsstaat, die komfortable Stallfütterung, wie Wilhelm Röpke sie nannte, ging ja immer weiter und geht ja bis heute weiter. Trotz der Finanzlage erlauben wir uns immer noch Riesenprojekte im Sinne der Staatsfütterung. Ja, kurzfristig muss man also nicht gerade rosig sehen. Mittel- und langfristig sieht die Sache allerdings anders aus. Da kommen wir dann zum Zuge sozusagen. Nicht? Der Wert der besseren Ideen bewährt sich. Sie können nicht immer weiter in den Sozialismus gehen. Das vergrößert auch nur die Probleme. Irgendwann wird das irgendjemand auch merken, oder? Ich meine, wir sowieso, aber auch über uns hinaus. Vielleicht haben wir wieder mal Politiker mit Durchblick, mit Charisma, mit Vermögen. Ja? Also Charisma nicht im Sinne dieser Negativ-Charismatiker. Und wir machen ja sehr, sehr viel Jugendarbeit in der Haie-Gesellschaft, sehr viel Jugendarbeit. Eine Repräsentantin ist ja hier, Frau Katharina Zipp, die da sehr fleißig mitmacht. Und für diese Generation vor allen Dingen gilt ein sehr schönes Wort des italienischen Liberalen Gaetano Mosca, zitiert Seite 247. Also er sagte, in jeder Generation, das war 1950, gibt es eine Anzahl hochgesinnter Menschen, die alles Edle und Schöne lieben und einen Großteil ihrer Tätigkeit dem Kampf gegen den Verfall der Gesellschaft widmen. Verfall ist natürlich ein sehr wertgebundener Begriff, aber wenn wir über unser Eigentum, über die Wettbewerbssituation, dann kann man ja wohl darüber sprechen, von Verfall und über die absurden kulturnihilistischen Diskussionen und solche Errungenschaften wie die tägliche Wahl des Geschlechts. Das ist doch wohl Verfall. Das ist jene kleine moralische und geistige Aristokratie, die die Menschheit hindert, im Sumpf des Egoismus im engeren Sinn und der materiellen Begierden zu verrotten. Dieser Aristokratie verdanken es die Völker, wenn sie der Barbarei entronnen und niemals wieder in sie zurückgefallen sind. Selten gelangen die Mitglieder dieser Aristokratie zu höchsten Stellungen und in der politischen Hierarchie. Aber sie leisten mehr. Sie formen den Geist und die Gefühle ihrer Zeitgenossen und vermögen so, ihr eigenes Programm den Herrschenden aufzuzwingen. Es ist undenkbar, dass Sie in der jungen Generation keine solchen hochgesinnten Charaktere finden sollten. Man muss gar nicht weit gehen. Man braucht nur die Jugend in der Mises-Gesellschaft oder auch bei uns in der Heil-Gesellschaft zu betrachten, dann verliert man jeden Pessimismus, ja? Und freut sich auf die Zukunft. Und denkt sich, mit solchen Leuten, ja, da können wir das schaffen. Tatsächlich, nicht wir schaffen das in der Verzweiflungsparole von Frau Merkel, sondern in dem sehr positiven, liberal-libertären Sinn, in dem wir hier versammelt sind. Also denkt allein, dass wir hier, dass die Hayek-Gesellschaft da ist, dass der Mises-Verein da ist, das ist doch schon mal ein Zeichen, das gab es vor 20, 30 Jahren noch nicht. Ja, Sie haben natürlich noch nicht die Macht ergriffen, aber ich höre immer, ja, aber kann man so in Hayek-Clubs höre ich dann, ja, aber was hat denn unsere Arbeit bewirkt? Das sind solche Leute wie Scholz jetzt an der Macht und Baerbock und sowas, ja? Ja, natürlich. Wichtig ist, dass der Gedanke in vorbildlichen Kreisen, von unten her vor allen Dingen, lebendig bleibt und sich von da aus in Familie, in Verein, jeder hat doch hier Möglichkeiten, freudig zu werben. Wirklich notwendig ist auch die Freudigkeit dabei. Wenn Sie so eine Trauerweide sind und immer nur, ach, das ist schlecht, wie ich es häufig höre, und Untergang und Vermögen geht verloren, Geldvermögen und all das. Rette sich, wer kann. Wir müssen emigrieren. Hier in Deutschland ist nicht mehr auszuhalten. Ja, das ist nicht die Haltung. Also ich finde das ja eher defätistisch und nicht menschenwürdig. Jetzt gebrauche ich diesen Begriff auch mal. Ja? Wie kann man denn vor solchen Problemen gleich resignieren? Denken Sie an die Generation der Eltern. Die hat ganz anderes bei uns durchgemacht. Und der Großeltern. Erster Weltkrieg, Rieseninflation, Zweiter Weltkrieg. Und das durchgehalten zu haben, das verrät doch Vitalität und Freudigkeit im Lebenskampf. Ja, in dem Sinne, lieber Herr Polleit, lieber Tietke und die anderen, war sehr ermutigend, was die beiden Vorreferenten eben gesagt haben. Es ist doch schön, dass wir da sind erstmal, ne? Uns sogar vermehren. Ne?
Wie heißt es in dem Geburtstagslied? Wie schön, dass du geboren bist, wir hätten dich sonst sehr vermisst. Also Herr Polleit, wir freuen uns alle, dass Sie geboren waren vor etlichen Jahren. Herr Tiedtke, ich freue mich auch, dass ich es geschafft habe. Die ganze Evolution war ja notwendig, um uns hier hervorzubringen. Einige Milliarden Jahre, endlich sind wir da und da gibt es Leute, die den Kopf hängen lassen vor alltäglichen Problemen. Ja, das ist nicht der Weg, wie man die Zeit, die kleine begrenzte Zeit, die man überhaupt zum Leben hat, wie man die genutzt hat, wenn Sie da kopfhängend herumlaufen und mit Sorgen. Ja, was haben Sie denn aus Ihrer Chance gemacht? Man sollte sich schämen, wenn man kopfhängend herumlaufen, sondern man sollte wirklich sagen, mit dem vorhin gebrachten Zitat, wenn Sie keine Probleme hätten, sollten Sie zum lieben Gott beten und ihn fragen, lieber Gott, hast du zu mir kein Vertrauen mehr? Warum gibst du mir keine Probleme? In dem Sinne, viel Mut zur Problembewältigung und verzagen Sie nicht. Weiter so, Herr Polleit. Also zum Sonderpreis für 20 Euro kriegen Sie die zweite Auflage. Da ist noch mehr drin als in dieser. Ja? Also wer schon die erste hat, hat aber kein Geld, der sollte es machen nach einem Rat von irgendeinem Philosophen aus dem 18. Jahrhundert. Wenn Sie nur zwei Hosen haben, ja, haben kein Geld, verkaufen Sie die eine und kaufen sich dann das Buch hier.